Miguel, du hast mit ihr was abgemacht, aber mit mir nicht. Halt die Fresse. Check. Nimmst du ihn jetzt fest oder nicht? Ja. Fick dich. Na, das war doch Spaß. Einen wundervollen guten Abend, ihr Lieben. Hello. Guck mal, ob die Kollegen da sind. Vielleicht holt mich ja einer ab. Nö. Dö, dö, dö. 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 Moin. Guten Tag. Oh, ich ahne Schlimmes. Klemmende Scheißtür. Einen wunderschönen. Was kann ich für Sie tun? Ich war gestern Abend bereits hier und sollte mich heute mal melden. Aber der Ausbilder, dem ging es gestern Abend nicht so gut. Alles klar, geben Sie mir eine Sekunde. Aktuell ist leider kein Ausbilder im Dienst. Eventuell versuchen Sie es in einer halben Stunde nochmal. Nee, kein Problem. Ja? Dann melde ich mich aber mal. Alles klar, tut mir leid. Nee, können Sie ja nichts für. Schönen Abend noch. Tschüss. Adams. Hello. Oh. Na du? Hallo. Hallo. Was geht? Ich hätte gesagt, möchtest du mitfahren, aber wir sind voll. Wollen wir eine Streife machen? Ja. Ja. Ja, ich stehe hier gerade im PD und lass die Leute rein. Wir fahren kurz ins PD. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Hallo. Wollen Sie mal irgendwann anhören, was zu sagen hat? Hallo. Hallo. Ja, aber komm. Der sind Typ Sie ja hatte schwarz? Ja, auch, ja zack, Rotzange. Der Typ hatte auch absolut keine Eier, weil wenn er nämlich Eier gehabt hätte, dann hätte er mir gesagt, dass er mich jetzt gleich angreifen will. Dass ja, also mache ich das auch immer. Chance gleich hat. Greife ich sie im Übrigen an. Phaser, psst. Rosshammer. Reißen Sie sich Rüdi. Jetzt mal ein bisschen zusammen, ne? Bitte? Ansonsten muss ich hier nämlich mal ein paar alte Akten ausgraben. Direkt hab verbal doch. Und die müssen dann zum Chief. Ja, wegen meinem Überfahren einer roten Ampel? Das war nicht nur eine rote Ampel, Frau Sommer. Sowas dürfen Sie. Eventuell waren es drei rote Ampeln. Es war ein wichtiger Undercover-Einsatz, auf dem ich unterwegs war. Die haben gesagt, sie waren auf dem Weg zu ihrem Mann. Ich habe eine geschlossene Akte wegen Fahrzeugdiebstahls. Das ist alles erstunken und erlogen, die Geschichte. Jetzt sagen Sie mir doch, was Sie über mich denken, Frau Sommer. Nee, es geht nicht darum, was ich über Sie denke, Herr Schwarz, sondern was ich über Sie höre. Das würde mich aber mal interessieren, weil Ihr unterschwelliger Ton, den Sie hier gerade an den Tag legen, der lässt anderes verlauten. Echt mal, geht ja gar nicht hier. Ja, wow. Oh mein Gott. So, wow. Yes. Schönen Abend. Nee. Tschüssi. Viel Erfolg. Tschüss. Hört. Denken Sie dran, es ist 80 innerorts, gell? Oh, wow, wirklich. Wir sind auch gerade losgefahren, komm. Leitstelle Ende. 48 für die 85, komm. Leitstelle hören. Wollte nur Bescheid geben, besser mag keiner. 85 Ende. Jetzt ruft er an. Oh, ich geh nicht ran, wirklich nicht. Das hat er jetzt davon. Ach, geh mal ran, guck mal, was er will. Nee. Hast du die Quitter-Aktie gesehen? Welche Quitter-Aktie? Die wieder hochgegangen ist. Vom Quitter? Ja. Warte. Ich trau mich nicht zu kaufen. Ja, ich hab die Quitter-Aktie, war die ganze Zeit bei Minus, ich weiß nicht wie viel. Und dann habe ich sie jetzt, vor 3 Tagen habe ich sie verkauft. Mit 20.000 plus. Und die war die ganze Zeit so 18.000 im Minus, 20.000 im Minus, 24 im Minus. Und ich habe noch gedacht, fuck, ich hab's verbockt. Aber die hat sich richtig gemacht. Könnte man denn mal machen? Also eigentlich brauchen wir nur in der Stadt rumeiern und gucken, wer zu schnell fährt. Ich glaube, hier finden wir gar keinen. Ja. Beziehungsweise hier machen eh alle nur legale Sachen. Es ist ja wie in der Wüste hier. Schrecklich, oder? Ja, richtig schrecklich gerade. Hallo. 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 Ja. Wer? Ich bin da. Ich glaube, der hat ja den Pizza-Roller geklaut, auf jeden Fall. Ach, echt jetzt? Ja. Ohne Witz. Da okay, werde ich komm. Toxic. Wir haben einen. Hat er sich gelatzt? Hat er ihn den Pizza-Roller geklaut? Oh. Sofort. Hey! Was klaust du Leuten den Pizza-Roller? Ich hab den nicht geklaut, ich hab den ausgeliehen. Ja, als ob, Junge, der ist hier die ganze Zeit hinterhergerannt.
Ja, wir haben Fang gespielt. Ja, wahrscheinlich Fang gespielt, oder? Deswegen kam auch gerade so. Wo ist er denn jetzt hin? Was ist los? Meeting bei den Nachbarn beendet, oder was? Ja, da ist ja gar keiner da, Alter. Der ist gerade ruhig, ne? Was ist denn jetzt leider mit dem Pizzaroller? Echt mal, wo ist der? Wo hast du den hingepackt? Der Typ hat gesagt, dass der den geklaut hat, deswegen hat er den hier gerade abgeholt. Roller? Wo sind Roller? Nehmen Sie bitte etwas Abstand von dem Streifenwagen, danke. Wieso haben sie wieder nicht abgeschlossen? Ich bin nicht gefahren. Yes. Harry, weißt du eigentlich, was mir letztens aufgefallen ist? Mirali, wir haben richtig viele Monate Gemeinsamkeiten. Vielen Dank. Ich bin quasi wie du, nur in cool. Okay, warum? Ey, ohne Spaß, ne? Der Harry. Und woher hast du das jetzt genommen? Was? Voll geil, boah, wir haben voll viel gemeinsam. Boah, ich bin mit wie der Hautfarbe du, nur ich bin cool. In cool, ja. Ja, in cool. Ja, weil, guck mal, er leitet hier mit der die Polizei und guckt, dass da alles ordnungsgemäß abläuft, ne? Und ich guck, dass die Jungs hier alle keinen Blödsinn machen, ja? Also haben wir eigentlich viel gemeinsam. Bloß und läuft beides genauso gleich gut. Nee, ich sag nur mal cool. Gerne, Frau Wechsler, ich ruf sie wieder da an. Dein fährt ein Blatt raus. Ja, mein Akku ist ja so ein Mist. Ah, ihr erklärt das mit dem Ticket und so. So, 2048, Abfahrt. 2048. Moin. Moin. Oh, was geht? Mit der Besuch geht? Direkt. Ja, direkt. Wir warten schon Ich länger. Bin total froh, dass wir so nett begrüßt werden. Ja. Das stimmt. Warum? Ja, auf andere wird direkt geschossen. Wait, what? Ja, hier ist irgendeiner wohl, weißt du, nach einem 20-Stunden-Flug, völliger Jetlag, völlig durch den Wind, kein Taxi unterwegs gewesen, hat der arme Kerl sich also irgendwo ein Fahrrad geliehen, ist völlig nicht schlaftrunken, sondern übermüdet, hier hochgefahren und hat nach einem Hotelzimmer geguckt, ist irgendwie hier reingefahren, weil er nicht wusste, so hier sind ein paar Autos, vielleicht kann ich ja mal jemanden fragen, ob der mir helfen kann. Und was macht ihr? Ihr ballert auf den Typen auf dem Fahrrad? Ist es ein schlechter Scherz, oder? Nein, das ist passiert. Also, jeder, der uns kennt, sollte wissen, dass wir eigentlich nicht sinnlos auf irgendwelche Leute, die mit Fahrrädern irgendwo reinfahren, ballern. Wenn die Leute bei uns halt reinfahren, dann reden wir mit denen, weisen die drauf hin und ballern nicht einfach gleich los. Also ich glaube, so viel Menschengehören sollte vorhanden sein. Eigentlich schon. Also hat er uns angeflunkert. Oder ihr habt... Check. Eventuell eine Saufparty gehabt und welche von euch war nicht ganz 100% auf der Höhe? Ich glaube, ne, gerade ihr beide müsstet wissen, dass wir nicht komplett geistig behindert sind und sinnlos auf irgendwelche Leute ballern. Nein, Spaß. Na, ne, klar, ne, Straßengänge, dies, das, Ananas, darüber braucht man nicht reden, aber... Hat sich das gar nicht gelohnt, dass wir gerade dreimal durch die Hut gefahren sind mit dem Fahrrad? Ja. Was? Frag mal bei den Ballers, die kennen sich doch... Warte, was? Oh, jetzt aber, jetzt. Oh. Nein, direkt mal die Ballers anrufen. Wir reden mit den Leuten und da sollte man eigentlich auch wissen, wenn die halt gerade, wir fragen halt meistens wie lange die dann da sind. Und dann ist meistens die Aussage, dass die noch nicht so lange da sind, dann weisen wir sie drauf hin, ne? Farbige Autos, mehrere, ne? Ungünstig vielleicht reinzufahren. Alpha 98, ne? Also, Adams. 1. Da haben wir alle irgendwie Besseres zu tun. Oh. Ne, deswegen, also. Wollten wir auch nur mal schnell abklären, deswegen dachten wir, fahren wir direkt mal ran, wenn wir euch sehen und fragen kurz nach. Ah, dann hat sich das ja geklärt. Gut. So, deswegen, also, ne? Okay. Dann wünsche ich einen schönen Abend. Oh, ebenfalls. Bis dann, ciao. Bis dann, tschu. Ich glaube, du hast gleich angerufen. Ah. Summer. Olaf aus Sumer. Herr Elschlufto. Ich sollte Sie auch eine Anrufung machen. Sie klingen ein bisschen zerknautscht. Was heißt zerknautscht? Es ist immer, wenn ich Sie eine Anrufung mache, geht das nicht gut für mich aus. Das liegt daran, dass sie immer, bevor sie anrufen, irgendwas ausfressen. So, Miguel, wie sieht das denn aus? Machen wir jetzt einen Deal, du kommst ins PD und gibst die 50er ab und ich schließe deine Akte. Das kommt ganz drauf an, ob noch was gibt. Nee, sonst ist nix. Schwörst du? Das ist nix. Schwörst du auf das Leben von dem Glatzkopf von Herrn Adams? Ich schwöre auf das Leben von Herrn Adams. Ich glaub dir trotzdem nicht. Du würdest auf den schwören, weil der egal ist. Wow! Okay, Miguel, pass auf. Pass auf, Miguel. Das Einzige, was ich machen werde, ist die 50er von dir entgegennehmen und deine Akte schließen. Nichts anderes. Okay, glaub dir, ich komm dahin. Alles klar, bis gleich. Okay. Gleich. Ja was, ich hab grün. Weiß nicht, ich hab jetzt auch grün, hau rein. Ja, eben rot. Lappen.
Warum steht hier ein scheiß Fahrrad? Miguel wäre schon lange hier. Er hackt irgendetwas aus. Ruf doch mal an. Rufst du an? Nee, mach du ruhig. Sollen wir zusammen anrufen, ruf ich dich vorher an? Ruf mich an, ja. Ruf mich an. Ruf mich an. Ja, und jetzt kommt Miguel. Miguel. Ach ja. Hola. Miguel, wir beißen nicht. Okay. Warum willst du mich beißen? Nein, wir beißen nicht, habe ich gesagt. Wie kommst du darauf, dass du könntest du mich beißen? Ich steck dich vorher ab, bevor du beißt. Ja, das ist ein Sprichwort, Miguel. So nach dem Motto, hier, weil wir warten vom PD, aber du bist nicht hier. Ey, ich bin aufs Paletto B gerade mit Motorrad in Stadt gefahren. Bin 20 Meter vor Präsidium und du rufst mich an. Ja, da kann ich ja nicht riechen. Ich muss ankalten, absteigen. Ich kann nicht auf Motorrad fahren, ein Handy-Telefonat machen. Ja, dann bis gleich. Haus du rein. Hola. 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 So, Miguel. Springmesser darf ich behalten, oder? Das darfst du behalten. Hab sie. Da. Ach, du hast sie. Alles klar. Huch. Gut, Miguel. Ich halte mein Versprechen, ne? Wie Miguel? Ja. Du hast mit ihr was abgemacht, aber mit mir nicht. Halt die Fresse. Check. Nimmst du ihn jetzt fest oder nicht? Ja. Fick dich. Das war nur ein Spaß, jetzt komm hierher. Miguel, das war nur ein Spaß.